Hallo liebe 3D-Druckfreunde, herzlich willkommen bei Willis 3D-Druck. Ihr seht, es hat sich hier noch nicht viel geändert. Tut mir echt leid, es dauert doch ein bisschen länger als ich dachte, aber wir schaffen das. Und zwar möchte ich heute mal ein Plugin wieder angehen, das ich auch schon länger benutze. Und ja, ihr wisst ja, jetzt ist Cobra-Time. Ja. Und viele fragen mich halt auch, wie man gezielt Stützstrukturen reinmachen kann, weil hier bei so einem Print in Place ist natürlich hier mit Supports schwer zu arbeiten, weil sonst wäre das auch hier nicht das stabil lösbar mit diesen vielen Elementen. Das drückt man ja meistens ohne Stützstrukturen. Und auch hier, ob man da eine braucht oder nicht, das sei mal dahingesagt. Aber ich möchte euch mal ein super tolles Plugin zeigen in Cura. Vielleicht kennt es die einen oder anderen. Dann ist das gut, aber hier für unsere Anfänger und für den Discord habe ich mir überlegt, gut, dann mache ich mal ein Video drüber und vielleicht kann ich den einen oder anderen das Plugin vorstellen. Für mich ist das mega cool, weil ich ganz gezielt Schützstrukturen platzieren kann. Wen das Video interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Alle anderen schalten ab, wie immer, und dann legen wir auch schon los in Cura. Ja, danke, dass ihr dran geblieben seid. Hier zeige ich euch mal, um was es jetzt hier geht. Und zwar ist das hier dieses Cylindric Custom Support Plugin, was ich vorstellen möchte. Das würde dann so aussehen in eurer Leiste, ob jetzt oben in der Titelleiste bei euch oder hier. Kommt drauf an, wie ihr das eingestellt habt. Ich zeige euch hier diesen Weg. Und zwar klicken wir auch schon mal drauf. Ihr seht schon, bei mir ist das schon installiert. Und dann sieht das hier so aus. Ihr würdet jetzt hier auf Installieren gehen. Und wenn das installiert ist, müsst ihr nochmal Cura schließen und wieder öffnen. Und dann wäre es bei euch in der Leiste drin. Ja, ich zeige euch aber auch nochmal, wo ihr das herkriegt. Hier oben auf Marktplatz gehen. Und dann würde das so aussehen. Müsst ihr halt runterscrollen und das suchen und dann hier installieren. Soweit, so gut. Wenn ihr das installiert habt, dann geht es weiter. Ja, wie ihr wisst und wer mich kennt, gehe ich ja gerne auf Fragen ein, und zwar war das hier bei dieser Cobra, ja, ob man hier mit Stützstrukturen arbeiten sollte, und natürlich nein, ja, denn ich zeige euch gleich mal, wie das aussieht mit Stützstrukturen. Ihr seht hier praktisch, sind rote Linien, da gehört was, also ich weiß, dass man diese auch ohne drucken kann, auch hier seht ihr überall rot, ja, aber jetzt zeige ich euch ganz kurz, was passiert, wenn wir hier natürlich Stützstrukturen angeben, ja, wenn es angeklickt ist hier. Ja, sieht komisch aus, ne? Und würde auch nicht funktionieren. Also das braucht kein Mensch, das wisst ihr selber. Bei einem Print in Place sind Stützstrukturen tödlich. Und ihr seht hier, wie das aussieht. Auch hier, ja, das braucht natürlich jetzt viel Zeit. Das ist absolutes No-Go. Dann seht ihr auch praktisch hier, nur mal von der Zeit her, 14 Stunden, 54 Minuten, nicht schlecht. Also gut, ich muss dazu sagen, ich drucke hier mit die Linienbreite 0,6. Aber ja, also macht das bitte nicht. Bei diesen Projekten hier, bei den Drachen und Schlangen, also auf gar keinen Fall das machen. Okay, dann habe ich euch das gezeigt. Also auch hier wichtig für euch immer, wenn ihr bei dem nächsten Plugin weitermacht, dann hier immer Stützstruktur nicht generieren, also den Haken rausnehmen. Das brauchen wir nicht. Ja? Und dann machen wir mal weiter. Ich wollte das jetzt einfach mal hier zeigen, wie man es nicht machen sollte. Okay, ja, und wie ihr hier sehen könnt, jetzt sind sie wieder weg und 9 Stunden 55, ich muss dazu sagen, ich drucke hier eine Linienbreite von 6, also 0,6. Also deswegen so schnell, nicht wundern. Aber ich bin immer eigentlich da zufrieden mit dem Ergebnis. Gut, kommen wir wieder zum wichtigen Thema. Wie kann man das anders da lösen? Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte hier, weil ich hier Bedenken habe, dass hier was passiert, dann machen wir Folgendes. Ja, so sieht das Teil aus. Und was jetzt einfach ist, jetzt haben wir ja unser Tool, klicken hier drauf auf dieses Custom Support. Und jetzt haben wir hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Da komme ich später dazu. Ich nehme jetzt einfach mal zum Beispiel hier einen Zylinder. Und jetzt könnt ihr praktisch, wenn ihr das angeklickt habt, hier eine Fläche anklicken. Und ihr seht, machen wir mal zu,
Er setzt das genau da an, wo ich drauf geklickt habe, und schon hat man hier eine Stützstruktur, wenn man sie will. Ja? Gut, das mal zu den Beispielen. Wie gesagt, bei der Cobra weiß ich noch nicht mal, ob man es braucht. Ich wollte es nur mal demonstrieren. Man kann natürlich jetzt hier sagen, wenn man das hier wegmacht, auch wieder ein anderes hernehmen, sagen, wir wollen einen Cube haben. Auch hier wieder dasselbe. Klickt ihr hier unten auf eine rote Fläche und ihr seht, jetzt macht er hier einen Cube und verdünnt es hier natürlich sehr schön. Gut, all das sind schöne Sachen hier. Diese Size, ja, kann man, wenn man jetzt hier sagt 10, zeige ich euch auch mal, damit man das sieht. Natürlich so 10 und jetzt klicke ich hier drauf, da wird es breiter. Ja, also dafür sind hier nochmal die Maßeinstellungen, wie man das haben mag. Aber ihr seht, das ist wesentlich besser als das, was wir vorher hatten. Und das macht sich natürlich auch hier auf die Zeiten bemerkbar. Lassen wir jetzt aber mal hier die Cobra. Ich denke, das war mal hier für die Cobra ein gutes Beispiel. Also nicht hier mit Stützstrukturen arbeiten, sonst versaut ihr euch das ganze Stück. Ihr habt keine Freude, ihr könnt es eigentlich wirklich in den Eimer schmeißen. Gut, jetzt erkläre ich euch das mal und zeige euch hier mal die einzelnen Sachen hier, wie man die verwenden kann. Und dazu habe ich natürlich auch ein Plugin mir installiert. Also besser gesagt, das habe ich immer. Das habe ich auch schon in mehreren Videos gezeigt. Und zwar ist das hier Calibration Shapes, ja, installiert. Da habe ich ein paar Bauteile und da können wir das besser demonstrieren. Gut, dann machen wir mal weiter und dann erkläre ich euch praktisch die einzelnen Supports hier. Ja, ihr wisst ja, ich gehe auch gerne auf eure Fragen ein. Das wollte ich hier nochmal erklären. Und jetzt zeige ich euch mal wirklich, wie cool das Plugin ist. Legen wir los. Und natürlich werde ich auch dann das ausdrucken, euch zeigen, wie sich das auch da bemerkbar macht. So, jetzt haben wir unser Cura nach dem Plugin-Install neu gestartet. Dann sollte das so aussehen. Und jetzt habt ihr hier praktisch euer neues Plugin. Gehe jetzt auf Erweiterung oben im Reiter. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, weil ich das ausgeblendet habe. Aber da sollte jetzt praktisch auch dann euer Plugin drin sein. Ich benutze jetzt mal hier dieses Part of Calibrations. Hier haben wir praktisch einige Cubes drin. Und hier ist auch dieser Support-Test. Den öffne ich jetzt mal. Den kennen vielleicht einige. Aber hier lässt sich wirklich gut erklären. So. Den holen wir uns mal ein bisschen näher. So, ich habe mal hier ein bisschen skaliert, damit das besser im Bild auch zu sehen ist. Also, um was geht es hier bei den Support? Wir sehen ja hier einen Ball und hier unten einen Ball. Und hier einen Support reinmachen ist natürlich schwierig. Auch hier haben wir einen Quarter, genau dasselbe. Hier ist eine Fläche, da eine Fläche. Hier ist ein Ball. Wir sehen es immer rot schön erkannt, dass hier natürlich nichts ist. Das würde auch nicht funktionieren. Und dasselbe nochmal mit dem Quader. Ja, also hier dieser Support-Test ist halt wirklich gut. Was würde jetzt passieren? Ja, wenn wir jetzt hingehen und sagen, eine ganz normale Stützstruktur, würden das jetzt anklicken, also nicht wundern wegen der Zeit. Also ich habe das wirklich groß skaliert, machen Vorschau und dann sieht das so aus. Ja, was haben wir dann hier auf der Fläche Stützstruktur? Ja, hier auch. Und hier auch. Ja, und bei dem Ball dasselbe. Hier Stützstruktur, Stützstruktur. Um das abzumachen, wisst ihr ja selber. Und wie es dann aussieht, ist auch immer so eine Sache. Gut. Und natürlich haben wir hier mehr Zeit. Ja, wenn ich das jetzt wegklicke, dann sehen wir das nochmal schnell an der Zeit. Ja, er braucht die doppelte Zeit. Und natürlich auch Filament ist weniger. Gut. Machen, wenn wir das jetzt hier trotzdem nochmal anklicken würden, dann haben wir ja noch Stützstruktur Baum. Ja, wenn man jetzt hier sagen würde, okay, wir müssen ja nicht voll drucken, man könnte ja auch Tree nehmen. Ja, finde ich manchmal eine bessere Lösung. Ich zeige es euch nur mal schnell. Dann täte das so aussehen, ja, also Kauderwelsch, wobei es, wie gesagt, das leichter zu entfernen ist, aber auch eigentlich schwachsinnig, denn wir haben hier auch wieder Zeit, 3 Stunden und verballern natürlich auch mehr Material. Also lassen wir das mal weg. Wie kann man das am besten lösen? Und zwar genau mit diesem Plugin. Dafür ist es da.
und das ist wirklich gut. Nehmen wir mal zuerst hier den Ball. Wenn ich jetzt hier das anklicke, gehe hier auf meine Stützstrukturen, sage ihm hier, ich will einen Zylinder haben, gehe hier auf meine Fläche, klicke das drauf und schon seht ihr, habe ich einen Zylinder, der das Ganze abstützt und hier von den Seiten und Filament auch nicht erheblich ist. Ja? Das könnte ich jetzt auch noch schmäler machen, aber ich lasse das jetzt mal drinne. Was könnten wir noch machen? Ja, wir könnten jetzt hier bei dem Quarter, haben wir ja auch das Problem. Wir gehen nochmal hier auf Vorbereitung, da sieht man es besser. Auch hier, natürlich ist der jetzt auch nicht richtig ausgerichtet. Ja, das kann man auch machen. Wenn man dann hier hingeht, ganz normal das markiert, dann auf seinen Punkt geht und jetzt kann ich das auch nochmal besser ausrichten. Auch nochmal hier. Ja. Das mache ich jetzt mal, weil wir das dann später drucken, aber ich werde es natürlich nicht so groß drucken. Das braucht keiner, aber hier nochmal zur Verinnerlichung. Gut, ja, ist klar. Gut, bei dem größeren hier, ja, da würde ich halt hingehen und mir einen Quader nehmen. Also besser gesagt ein Cube. Die das dann hier anklicken drauf, zack, und dann macht er den Cube. Auch hier können wir natürlich jetzt sagen, gut, mach das mal größer. Dann sagen wir hier Angel, das ist ja diese Verengung, was ihr seht. Machen wir nicht. Sagen ihm hier 0. Dann können wir sagen Sitz. Also da das jetzt groß ist, mache ich mal übertrieben 50. So, dann machen wir hier auch maximal 50. Das ist jetzt so, was passiert ist, natürlich hier genau. Ja. Ihr seht praktisch, dann wird der Würfel breiter, da muss man halt gucken. In dem Fall ist es zu breit. Dann kann man das auch kleiner machen. Aber ich will euch ja nur zeigen, für was hier auch diese Einstellungen sind. Ja. Angel, wie gesagt, würde das jetzt hier schmäler werden, oben hinrum. Und jetzt machen wir das aber nochmal richtig. Hier würde ich wahrscheinlich hingehen. Benutzer definiert, tätig hier Freeform nehmen. Dann haben wir hier Cross. Gehen wir mal durch, was das ist. Wenn ihr jetzt hier, ja, macht er hier so ein Cross, das heißt praktisch hier wie so ein sternförmig, ja, können wir wegmachen. Und natürlich würde ich hier für den Quarter natürlich einen Quarter hernehmen, setzen wir den unten drunter, zack, bumm, ja, machen den ein bisschen breiter. Das könnt ihr jetzt zum Beispiel auch hier mit Skalieren machen und müsst natürlich Einheitsskalierung ausschalten, somit könnt ihr jetzt hier schön den anpassen, wie ihr den haben wollt. So, dass hier keine roten Flächen mehr entstehen. So, was haben wir da noch? Gehen wir noch ein bisschen weiter rüber. Dann tun wir den wieder ein bisschen rüberrutschen. So, und dann denke ich mir mal, dass wir soweit das haben. Gucken wir noch mal. Ja, hier geht noch was. Also wie gesagt, ihr seht, ihr könnt das auch individuell anpassen. Ja, natürlich, wie gesagt, kann man das individuell machen. Hier auch bei dem würde ich das vielleicht nicht zylindrisch machen, sondern würde eher dann in dem Part das Angel rausmachen. So, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Gut, dann haben wir das. Dann kommen wir mal hier zu den Bällen. Was jetzt hier genial ist für diesen Ball und Ball, ich möchte hier nicht, dass hier irgendwas drauf ist, dann klicken wir hier das auch wieder an. Und da würde ich auch hier unter Freeform, Arch Buttress und hier ist darauf zu achten, dass ihr hier Send on Y Direction und Rotated macht und wenn ihr dann draufklickt, habt ihr das. Das ist dasselbe, wie man auch beim Resin-Drucker verwenden kann. Praktisch, wirklich tolle Sache. Wir sind hier außerhalb von dem hier und können das jetzt, ups, nein, das will ich natürlich haben, noch genau platzieren, wo ich das hinhaben will. Das machen wir jetzt auch wieder. So. Ja, ihr seht. Dann gehen wir hier noch ein bisschen weiter rüber, dann haben wir die Mitte. Und da kann man sich halt jetzt wirklich ein bisschen ausprobieren,
Und ihr seht, ich habe hier überhaupt keinen Kontakt und bin hier weiter draußen. Auch der steht stabil. So würde ich das jetzt hier drucken. Sieht auch ganz gut aus. So, und dann haben wir hier noch diese Fläche. Ich möchte auch wieder hier nicht diese Fläche mit einen Support drauf haben oder eine Stützstruktur, um die Fläche zu erhalten. Und hier würde ich jetzt vorschlagen, dass wir Folgendes nehmen. Gehen wir wieder hier in Freeform, dann in Bridges und setzen hier eine Brücke. Ja, hier, okay, jetzt habe ich das hier, da müsst ihr dann wieder aufpassen, wie ihr das haben wollt. Mache ich nochmal entfernen, rausmachen, Set on Y Direction und jetzt seht ihr, macht ihr das quer. Genauso will ich es haben. Schaut hier. Und schon habt ihr auch wieder, ihr seid nicht hier in der Fläche, ihr seid außerhalb, ihr berührt es nicht. Und das kann ich dann auch wieder ein bisschen rücken, wo ich es hinhaben will. So, auch hier könnt ihr es jetzt breiter machen oder nicht, aber ich will es jetzt einfach mal testen, ob das hier funktioniert. Und ja, natürlich haben wir jetzt hier noch was, was hier runterfallen würde. Und dann nehme ich halt nochmal eine und mache dasselbe nochmal und klicke hier vorne drauf. So, und dann macht er das hier vorne auch. Auch das geht, da gehe ich noch mal ein bisschen weiter rüber, damit er das hier schön auffängt. So. Um sicher zu sein, könntet ihr jetzt hier auch noch eine reinmachen, aber das sollte soweit funktionieren. Ja? Oder ihr geht hin und sagt ihm halt hier, das mache ich mir ein bisschen breiter, weil es mir lieber ist. Dann geht er halt hin und macht es breiter. Auch hier. So, machen wir es mal schön breit. Ihr seht, wie er das hier alles wunderbar immer anpasst. Dann können wir hier ein bisschen weiter rüber gehen. Ups, natürlich müssen wir das hier wieder anklicken. Also ihr seht, da kann man wirklich schön spielen. So würde ich es jetzt mal versuchen. Und ja, jetzt haben wir hier schon wirklich ein Bauwerk konstruiert. Das gehe ich auch noch mal ein bisschen weiter rüber in die Mitte. So. So werde ich das jetzt mal drucken, natürlich ein bisschen kleiner und dann schauen wir mal, ob das was gebracht hat. Also hier seht ihr, könnt ihr wunderbar wirklich eure Stützstruktur, also Support definieren, wie ihr das haben möchtet. Hier in dem Tool, wie gesagt, hier habt ihr die Zylinder drinne. Wenn ihr da reingeht, da habt ihr praktisch wie breit das wird. Dann könnt ihr auch noch sagen, maximale Breite und Angel ist halt immer die Verjüngung. Ja, dann habt ihr halt hier auch einen Zylinder in dem Sinne, wo es dann hohl ist. Somit könnt ihr natürlich auch Filament sparen. Hier den Cube, da haben wir genau dasselbe. Auch hier, wenn ihr Angel macht, macht ihr eine Verjüngung rein. Dann haben wir Apartment, das ist halt auch so eins, was sich verengt. Das zeige ich euch gleich dann nochmal an einen anderen. Aber hier, dieses Freeform ist schon wirklich cool. Da könnt ihr praktisch wirklich euch spielen und euch eins raussuchen. Auch Cross, das zeige ich euch gleich nochmal dann an einem anderen Modell. Gut, das drücke ich jetzt mal so und dann schauen wir uns das Ergebnis an und dann zeige ich euch noch die anderen Beispiele und die wir dann auch ausdrucken werden. Ja, in der Zeit, wo der Viper die Cobra druckt, ich liebe dieses Wortspiel, warum wohl? Wir sind alle gespannt, wenn die Cobra rauskommt von Anycubic. Und hier nochmal die Cobra, ihr seht auch, ja, das ist leicht zu entfernen. Sieht gut aus, es seht mir nicht. Ich gehe später nochmal näher dran mit der Kamera. Also, das macht hier mehr Sinn. Gut, dann zeige ich euch in der Zeit, wo der druckt, nochmal, was man noch so machen kann. Und dann zeige ich euch die ganzen Ergebnisse und dann kommen wir auch schon zum Fazit. Ja, also ihr seht mal, ich habe hier so eine Brücke geladen, so über Kreuz. Und was ich euch hier zeigen möchte, ist jetzt, hier haben wir 3 Stunden 23, Stützstrukturen sind aus. Und hier würde sich wirklich gut eignen, wenn man das jetzt mal anklickt. So, mache ich das mal so. Und gehen hier wieder auf Freeform und dann in dem ersten Writer das Cross. Ja, kann man anklicken, klickt man unten drauf. Müssen wir natürlich Vorbereitung machen. So, und dann macht er so ein Kreuz rein. Ja, das könnte man jetzt auch wieder angleichen. Ihr kennt das Prinzip jetzt, was ich meine. Und wir hätten hier nur 3 Stunden 37. Ja, jetzt mache ich das mal hier weg.
und nehme mal die Stützstrukturen rein und dann sehen wir auch gleich einen Unterschied mal auf Zeit und Material. Ja, halten wir schon 4 Stunden 31 und ja, mehr Filament. Also ihr seht, was ich meine. Ich drucke das jetzt da mal aus für euch. So, was könnten wir noch ausprobieren? Schauen wir mal. Cube hatten wir schon, das ist klar. Hier ist eigentlich auch klar. Freeform haben wir eigentlich auch schon alles. Was ist Pilar? Ist nichts anderes. Ja, als hier. Auch das könnten wir hernehmen. Habt ihr das auch mal gesehen? Ja, das ist das Plugin, das wollte ich euch zeigen. Ich denke mir, eine coole Sache. Kann man schnell und gezielt seine Supports setzen. Ja? Okay, dann kommen wir auch schon zum Fazit. Ja, hier sieht man mal schön, wie es auch nicht gehen kann und funktionieren kann. Also gut, ich hatte hier ab mit 0,6 gedruckt, ziemlich schnell. Aber ja, irgendwie mein Druckbett hatte dann doch nicht so gehaftet. Und das sieht man hier bei der einen Rundung auf alle Fälle. Also hier, genau da. Also ja, es funktioniert trotzdem. Eigentlich ein gutes Ergebnis. Naja, kommen wir mal zum Fazit. Also ihr habt gesehen, ich habe das ziemlich schnell gedruckt. Das soll jetzt hier keine Ausrede sein. Auch eine 06, also mit 06er Linie gedruckt. Ziemlich schnell, da bricht es schon ab. Wenn man das noch genauer macht, auch mit den Supports, ist es eine gute Lösung. Denn allein schon hier, dass das hier so steht, ist ja eigentlich schon auch ein gutes Zeichen, dass es soweit funktioniert hat. Der Rest ist natürlich Druckereinstellung und muss man ausprobieren. Aber ich wollte es jetzt nicht nochmal ausdrucken. Denn ihr seht ja auch, wir machen Fehler. Also daher, ja, gut. Wichtig ist, dass die Matches rübergekommen ist, dass mit dem Plugin, dass das eine coole Sache ist. Auch hier nochmal, ja, unser Cobra. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und das Plugin euch interessiert hat oder ihr kennt es schon oder ihr habt auch noch was dazu zu schreiben, macht mir das bitte unten in die Kommentarbox. Ansonsten bedanke ich mich fürs Reinschauen und wer es noch nicht getan hat, ja, würde ich mich freuen über ein Abo, ein Like und aktiviert die Glocke, somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und für alle anderen, die neu sind, vielleicht schaut ihr mal in meinen Kanal rein, da ist bestimmt das eine oder andere interessante Video für euch. Und bis zum nächsten Video, das dann sein wird, wir haben ja jetzt praktisch Einsendeschluss und dann tun wir den Gewinner küren. Von dem Laien, Herleihen. Und es wird dann auch wieder ein Willis Breaking News kommen. Schaut, also mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao.